Hallo, ihr Quirlinge. Maus Bartetino befindet sich immer noch im Burghof von Burg die Ruin. Da oben ist ein Katzenschädel oder was ist das? Na gut, da hinten ist eine Ratte. Ich warte darauf, dass die ihre Runde wieder aufnimmt. Hier vorne sieht man einen Schlüssel auf dem Schrank. Den habe ich auch gerade erst entdeckt. Und auch die Ratte hat leuchtende rote Ohren. Bei Gegenlicht. Hüpf, hüpf, hüpf. Kerzen. Kriegsraumtruhenschüssel. Oh, hier ist ja noch was. Ist das dunkel hier? Wo bin ich denn? Da geht's raus. Werde ich hier gesehen? Nee, eigentlich nicht. Oh, es ist finster. Die Ratte bleibt da stehen, richtig? Jo. Oh! Ach, der Schlüssel war hierfür. Okay. Ich finde einen Diebesgürtel. Sehr schön. Nächstes Teil für irgendwas. So, die Ratte, ist die wieder weg? Nee, die steht da noch. Ich warte mal, bis die Ratte wieder weg ist und dann gehe ich zurück und dann muss ich mal irgendwie versuchen, ein bisschen systematischer vorzugehen, weil ich habe keine Ahnung, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. So, Ratti. Geht nach oben. So, und Mausezähnchen huscht davon. Beziehungsweise hier, wo die Ratte steht. Gibt es da was zu tun? Stöcke. Aha, also hier kann ich mir immer wieder Stöcke holen. Oh, die kommt schon wieder. Mensch, die hat aber auch unglaubliche Sinne. So, dann habe ich beim Videoschneiden noch gesehen und ihr habt es mir auch nochmal gesagt, dass es hier eine weitere, einen weiteren Schlüssel gibt. Bei der Ratte, die hier auf diesem Wehrgang patrouilliert. So, gut. Hier gibt es einen Feldkistenschlüssel und eine verschlüsselte Nachricht. Wow. Habe ich jetzt hier alles? Ja, ich hoffe es. Kann man hier eigentlich irgendwo hinflüchten? Hier ist auch eine Tür. Was ist das für eine Tür hier? Eine Tür, die auf ein Gebälk führt. Das ist ja auch interessant. Vielleicht habe ich hier mal kurz Gelegenheit. Ah. Ach, jetzt bin ich hier über dem Typen. Ah, verstehe. Das ist die Stelle, wo ich in der letzten Episode gesagt habe, ich habe es ein paar Mal probiert und ich mache es jetzt aber nicht, weil das irgendwie zu schwierig war. Man kann hier oben auch auf dem Balken lang. Na gut. Vielleicht, es ist natürlich total dunkel hier. Na, geh mal geradeaus. Der scheint nichts zu hören, wenn ich über ihm bin. Dieses Gepatsche. Ich möchte gern mal speichern und dann in meinem Inventar nachschauen, was das für eine verschlüsselte Nachricht war. Das hier sieht aus wie eine Leiter, die man runterlassen kann. Ist hier irgendwie so ein Mechanismus? Das sieht aus wie ein Hebel. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was sehen könnt. Da, genau. Hier kann ich leider runterklappen. Und dann kann ich an der Wache immer wieder vorbei. Das ist gut zu wissen. So, die Wache steht da ja auch stumpf. Nur hinten, wenn ich... Also, am anderen Ende... habe ich die Tür... Oder habe ich da auch nochmal so eine Leiter?
Weil die Tür ist ja schön und gut, aber die Tür, da muss ich ja dreimal ums Eck, bevor ich ja wieder in diesem Gang bin. Und komme auch mit der komischen Ratte da oben auf dem Wehrgang dann wieder irgendwie ins Gehege. Hier ist die Tür. Jo. Mach hier mal kurz an. Also die Laterne müssten die eigentlich sehen, wenn hier oben im Gebälk eine Laterne funzelt, aber offenbar. Ich muss einmal kurz mit der Laterne hier lang gehen, weil es war so dunkel, nicht, dass ich ja doch irgendwas übersehe und es scheint der da oben, da unten vielmehr, doch nicht mitzukriegen. Quatsch, 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 Quatsch mit der Laterne. Ja, da war die Leiter richtig und mal kurz hier reingeguckt. Da drüben ist das irgendwie alles kaputt, dieses Gebälk. Kann ich darüber hüpfen? Nee, ich komme hier gar nicht durch. Nee. Na, mach aus, Öl sparen. Leiter benutzen. Die staubt sogar. Gut. So, die Ratte da sollte mich erstmal nicht mitbekommen. Was ist das für ein Gefiebe hier? Oh. Ja, wo kommt mich denn hier mit? Ja, okay. Er kann mich doch mitbekommen. Da hinten ist ein Schrank. Da will ich mal kurz speichern. Genau, speichern. Dann. Es ist auch dunkel hier. Aber hier ist ein Öltopf. Das heißt, ach, es scheint hier wirklich Tag und Nacht zu geben. Oder? Weil es ist gerade mega dunkel. Finde ich. Aber die Ratten ändern ihren Tagesablauf auch nicht, oder wie? Die Truhe ist leer. Oder ist das dieser Burghof? Also ist es definitiv Nacht hier in diesem Burghof. Da muss es im Nachbarburghof ja auch Nacht sein. Alles andere wäre ja verwunderlich. Ach, das ist doch hier die Stelle. Ja klar, hier, das ist doch die Stelle, wo ich in der letzten Folge hier mit dem Balken drücken und so weiter. Aha. Deswegen ist hier auch leer, natürlich, weil ich kam ja hierher. Ne, wo kam ich her? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich herkam. Wahrscheinlich geradeaus. Jo. Mach mal hier dein Ding voll. Genau, ich kam geradeaus. Das war diese Treppe mit diesem Wasserbecken hier unten, richtig. Da kann man reinfallen und wieder rauskrabbeln. Wenn man da reinfällt, kann man da eigentlich dann irgendwas entdecken? Weil da unter der Treppe ist ja was. Moment mal, es macht mich ein bisschen stutzig. Hier ist nämlich eine Flasche. Oh, ein kleines Kistchen. Eine Schatulle. Verriegelt, du brauchst den Schatullenschlüssel. Aha, okay, also hier wäre eine Schatulle. Den Schlüssel habe ich noch nicht. Ich habe einen Feldkistenschlüssel. Ich weiß aber nicht, wofür der ist. Feldkisten, ja. Danke für den Hinweis. So, weg. Ich würde ganz gerne die Nacht jetzt hier verschlafen. Ich weiß nicht, ob die Nacht mir hilfreich ist. Einerseits, andererseits würde ich aber auch gerne von der Wache da mal endlich das Taschentuch klauen und auch diese verschiedenen Sachen anbrennen. Aber dazu bräuchte ich Unmengen von Flaschen.
Weil ich müsste jetzt die Rattenwache jetzt in die andere Richtung locken. Hier links ist noch eine Truhe, die ist gegebenenfalls abgeschlossen sogar. Wie viele Flaschen habe ich denn? Drei nur noch. Hier und da gab es zwar noch welche, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Hier ist übrigens ein Fensterladen, den kann ich auch noch aufmachen. Also sollte ich sogar auch noch aufmachen. Aber vorher. Wieso siehst du mich, wenn ich in die andere Richtung eine Flasche werfe? Laden! Das da ist so eine übermotivierte Schnellmerkerratte. Das gefällt mir gar nicht. Aber genau die Ratte muss aus dem Weg. Aber wenn es Sticks wäre, wüsste ich schon, was ich mache. Welche Giftbomben oder sonst irgendwas, aber. Ja, die sieht mich schon. Was ist denn, wenn ich von hier oben versuche? Nein, das war so nicht beabsichtigt. Da oben wackelt die Kamera so. Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Balken bin oder nicht. Ich will da lang. Wo bin ich? So, Tilo. Alles gut. Ob ich eine Flasche werfen kann von hier oben aus nach da unten, um damit diese Dummratte irgendwie wegzuscheuchen. Jetzt hüpfen. So. Wieso drehst du dich jetzt um? Diese Ratte ist ein riesengroßes Problem. Ich habe es jetzt gerade schon auf verschiedene Weisen probiert. Die sieht einen sofort. Man kann davon nichts tun. Vielleicht muss ich ja hier wirklich warten, bis ich irgend so eine Verkleidung habe. Aber ich habe ja auch hier links eine Truhe. Da könnte ja wieder so ein Verkleidungsteil drin sein. Ich würde zumindest gerne mal wissen, welchen Schlüssel ich für diese Truhe brauche. Und diese Tür nebenan, die ist ja auch nicht ganz unbedeutend. Die Banner und die Fensterläden, von denen habe ich mich im Moment schon völlig verabschiedet, die bei dieser Ratte irgendwie anbringen und aufmachen zu können. Korridor-Truhenschlüssel. Okay, gut. Das war nur, um zu wissen, was das für ein Schlüssel ist. Laden. Also, die Truhe hat einen Korridortruhenschlüssel, brauche ich dafür. Und die Tür, die war überhaupt nicht benutzbar. Das könnte dafür sprechen, dass es eine Questtür ist, durch die man irgendwann später kommt, aber halt nicht jetzt. Und das heißt, ich würde die Nacht gerne irgendwo verbringen, wo man mich nicht sieht, wo ich mausestill ein bisschen schlafen kann. Oh, wir essen da schon wieder. Glotz doch nicht so in die Dunkelheit. Das ist auch komisch, dass es nachts haben die Ratten genau die gleiche Guckreichweite wie tagsüber. Das verstehe ich auch nicht. Aber immerhin, der Schmied ist nachts nicht da. Ich würde aber auch gerne nachts nicht da sein. Kann ich denn hier nicht dieses eine Bett benutzen? Nee, keine Zeit zum Schlafen. Ich muss hier nachts rumtapsen, das hasse ich ja. Aber es geht nicht anders. Okay, wo war ich denn noch nicht? Ja, an der Schmiede. Wenn der Schmied nicht da ist, habe ich auch irgendwie nichts Besseres zu tun.
Ich brauche Schlüssel. Die Schlüssel könnten aber auch die Wachen haben. Und ich brauche auch ihre Taschentücher. Okay, dann versuche ich mal der Wache, die da auf der Treppe steht im Moment, die mir mal näher anzugucken, ob die einen Schlüssel hat oder irgend sowas. Dazu vorher einmal speichern. So, Mäuschen still und leise. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dann hoffe ich, dass die Ratte mich nicht sieht, wenn die hier runterkommt. Und dann hüpfe ich hier hoch, schnappe mir ihr Taschentuch und prüfe, ob die Schlüssel hat. Hoffentlich sieht sie mich nicht. Das funktioniert. Taschentuch. Die hatte nur ein Taschentuch. Ich glaube, die hatte keinen Schlüssel. Ich habe nichts in den Fokus bekommen und habe auch nichts Schlüsselartiges gesehen. Den Schlüssel sieht man ja, glaube ich, wenn sie den im Gürtel trägt. Was ist denn hier eigentlich? Leer? Ist hier irgendwas? Da ist nur so ein insektoider Winkel. Okay, dann hätte ich das schon mal erledigt. Dann gäbe es die Ratte, die hier ums Eck am Tor steht. Dann werde ich es folgendermaßen machen. Sobald die Ratte da steht, wo sie gleich steht. Jetzt werde ich hier nochmal mich verstecken und speichern. Dann geht die weg. Ist für einen kurzen Moment weg. Ach, die Ratte kann man K.O. hauen. Ah, sieh an. Ist noch gar nicht gewusst. Taschentuch? Irgendeine Art von Schlüssel? Nein. Was ist das hier? Kommen wir auch nicht weiter. Scheiße. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh, die sieht mich gleich. Weg, 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 Tilo. Weg, 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 weg. Also, ich hoffe, ich habe jetzt gerade nichts übersehen, aber die Ratte, die da am Tor stand, das Tor konnte ich nicht aufmachen, obwohl die Tür nur angelehnt war. Vielleicht auch eine Questtür. Hatte meiner Ansicht nach lediglich ein Taschentuch dabei und keine Schlüssel. Speichern. Dann hüpft mal raus. Wo war ich denn noch nicht? Ich war doch hier unten, war noch irgendwo was, glaube ich. Oh je. War das hier? Genau, hier war ich noch nicht drin. Da hinten schläft jemand. Leiser. Oh, Banner. Aber auch neue Flaschen, das ist gut. Ich habe nämlich nur noch eine, wenn überhaupt. Apfel. Schublade. Leer. Flasche. Weg. Ah, drei Flaschen, gut. Getreide. Ein Nachttopf, wie geht's? Da schläft eine Wache. Schläft die mit oder ohne Helm? Noch eine Flasche. Weg. Noch eine Flasche. Weg. Ich kann es nicht erkennen. Oh, da hinten ist noch... Oh, oh, zwei. Die hinten schläft mit Helm. Das ist schlecht. Und die hier schläft auch mit Helm. Ja, leider.
Flasche mit Fusel. Kann man an dir rum grappeln? Oh, du wirst ja wach. Was soll denn das? Du hast doch geschlafen. Wie gemein ist das denn? Und die legt sich wieder hin. Ich bin verwundert, dass die Ratte aufwacht, wenn man ihr zu nahe kommt. Das verstehe ich nicht. Ich war weit davon entfernt, entdeckt zu werden. Hier stehen so viele Flaschen rum, das will ja was bedeuten. Aber was will ich von der Wache eigentlich? Ihr Taschentuch höchstens. Aber wenn ich da jetzt einen Dings werfe, eine Flasche, wenn ich da stehe und werfe da in diese Richtung eine Flasche, dann wird die andere Wache hinten ja auch wach. Ich müsste, wenn, dann da hinten stehen und in diese Richtung eine Flasche werfen, damit vielleicht nur diese Wache wach wird. Aber es ist echt schwierig. Erstmal wieder das alles einsammeln, was ich gerade schon hatte. Was ist denn das hier? Das ist nur so ein Regal. Schwer zu sehen. Oh, hier liegt eine Schicksalskarte, einfach so. Die Flasche Fusel hatte ich richtig. Es ging. Ja, ging. Richtig. Was ist das hier? Durchsuchen. Nichts drin. Da steht ja einer. Scheiße. Okay, das kann ich vergessen hier mit drei Ratten. Nochmal speichern. Also da drin steht eine Ratte. Wenn ich auf der anderen Seite des Bettes wäre von der schlafenden Ratte und würde ich hierhin eine Flasche werfen, dann würde ich auch die Ratte anlocken, meiner Ansicht nach. Und dann habe ich wieder eine Ratte, die aus der Richtung kommt, in meine Richtung glotzt und sofort bin ich entdeckt. Selbst wenn die Ratte da hinten von dem Flaschenwurf nichts mitbekommen sollte. Ist alles ungünstig. Ich habe da eine kleine Kiste am Fuß des Bettes, die kann ich mir vielleicht anschauen. Und ich kann mal nach hinten schleichen. Vielleicht liegt da ja irgendwo was rum, ein Schlüssel oder irgendwas Besonderes, was mir weiterhilft. Hier liegen. Oh, hier liegt. Du kannst dich unter einem Tisch verstecken? Oh. Das wusste ich auch noch nicht. Ich finde eine Schicksalskarte. 6 Florin. Nichts in der Schublade. Noch eine Schicksalskarte. Käse. Apfel. Da ist noch ein Schrank oder sowas. Getreide. Leise, leise, wie ein Mäuschen bei Nacht. Suchen. Nichts drin. Da ist eine verschlossene Truhe, eine große. Was ist das hier für eine kleine Truhe? Du brauchst den Feldkistenschlüssel. Habe ich den nicht? Ich hab doch einen. Ach, für die Feldkiste einer Wache. Ach so. Es gibt hier dann für jede Truhe einen eigenen Feldkistenschlüssel, was logisch ist.
Moment mal, ich habe den Schlüssel bekommen von einer Wache, die war draußen auf Patrouille. Folglich müsste das ein leeres Bett sein. Also da vielleicht gegenüber, wo der passt. Es wäre jetzt unlogisch, wenn der an einer Truhe passen würde. Ah, hier, sage ich doch. Und der ist jetzt weg, oder wie? Okay, der ist jetzt weg, ja. Ich finde einen markierten Obolus. Heißt das nicht Obolus? Also, nimm das mal. Was ist denn das? Der Obolus einer Wache, der mit einer merkwürdigen Glyphe verziert wurde oder markiert wurde. Das ist die Wachenbezahlung oder was? Ach so, ich habe ja auch diese komische Nachricht. Verschlüsselte Nachricht. Ein Stück Papier, auf das mysteriöse Ringe gezeichnet sind. Lauch, Kürbis, Rübe. Der Frosch hat den Schlüssel. A1. Ich verstehe kein Wort. Das Coolste ist... schließen. Hier sehe ich drei Kreise, aber beim Gucken sind es dann nur noch zwei. Lauch, Kürbis, Rübe. Der Frosch hat den Schlüssel. Ich kenne nur einen Frosch bisher, oder der ist unten im Kerker. Dass der einen Schlüssel hat, das halte ich ja fast für ein Gerücht. Ah, hier sind diese Dinger. Irgendwie kommen diese Markierungen mit dem Stern nochmal neu. Auch wenn man sich das schon mal angeguckt hat. Okay, das hat mich jetzt nicht weitergebracht, der Inhalt dieser Kiste. Die hier ist ja augenscheinlich offen. Nichts drin. Ich speichere mal wieder. So. Liebe Quirlinge, ich unternehme noch einen letzten Versuch in dieser Episode. Ich nähere mich mal testweise dieser Wache hier. Ich gehe davon aus, dass sie gleich aufspringt und mich einen Kopf kürzer macht. Die hat gar keinen Feldschlüssel, die Arme. Also Feldtruhe. Dafür kann sie mit dem Arsch an der Wand schlafen. Ist auch nicht schlecht. Ja. Genau das sage ich mir. Donk, donk, donk. Und Mausetote, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, liebe Quirlinge, ich mache hier mal Schluss. Am letzten Speicherpunkt. Und weiter mit der Erkundung dieser Unterkunft. Da hinten in der Ecke müsste ich mal noch schauen. Da ist ein Topf. Das da oben könnte eine Flasche Fusel sein und null Ideen. Da hinten ist ja auch noch dieses Räumchen, aber es wird lange wieder hell draußen, das ist schön. Also weiter mit all diesen schönen Dingen geht's dann ab dem nächsten Teil. Bis dahin!